will da oben schlafen. Rosi oben. Nein, Rosi, ich nehme das obere Bett. Rosi auch. Weißt du, Rosi, das ist viel zu hoch für dich. Da musst du erst ein bisschen größer werden, damit du oben schlafen kannst. Hier unten wird es dir besser gefallen. Schlafenszeit. Oh, aber wir spielen doch gerade in unserer Burg. Ihr könnt morgen weiter in eurer Burg spielen. Soll ich dir helfen, in dein Bett hochzusteigen? Nein, das kann ich doch alleine. Das war einfach. Gute Nacht, Caillou. Und träum was Schönes. Okay, Omi. Gute Nacht. Caillou war so aufgeregt, oben in einem Hochbett zu liegen, dass er nicht einschlafen konnte. Alles sah von hier oben völlig anders aus. Und der Fußboden lag tief, tief unter ihm. Rosi, bist du noch wach? Hab keine Angst, Teddy. Oh nein! Teddy! Rosi, kannst du mir den Teddy wiedergeben? Okay! Rosi hatte zu große Angst, um auf die Leiter zu klettern. Das obere Bett schien unheimlich hoch zu sein. Ist schon gut, Rosi. Ich komm runter. Caillou war sich nicht so sicher, ob er diese hohe Leiter wieder raufklettern wollte. Guten Morgen. Du hast ja doch nicht in dem oberen Bett geschlafen, Caillou. Nein, Teddy hatte viel zu große Angst. Deshalb sind wir unten geblieben. Gilbert ist es auch zu heiß und er hat kein Wasser mehr. Gilbert, Saft trinken. Mami, Rosi schüttet ihren Saft aus. Caillou, das darfst du doch nicht mit deinem Badetuch aufwischen. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Ich glaube, ich gehe nach draußen. Vergiss deine Mütze nicht. Oh, und Caillou, auch die Sonnencreme nicht vergessen. Aber da fange ich gleich an zu kleben. Du brauchst sie, aber die Sonne scheint heute sehr, sehr stark. Ja, sie ist viel zu heiß. Hier hast du etwas, das dich ein wenig abkühlt. Danke, Mami. Caillou musste lachen, weil Gilbert ein zu dummes Gesicht machte. Aber er war immer noch enttäuscht, weil er nicht ins Schwimmbad gehen konnte. Autsch! Hier ist heiß und verschwitzt bist du auch. Du brauchst etwas, damit du sauber wirst. Und dich auch abkühlen kannst. Der Rasensprenger! Du stellst ihn auf, ich dreh das Wasser an. Alles klar. Da kommt aber gar nichts raus, Mami. Du hast mich reingelegt. Komm, Caillou, nehmen wir eine Dusche. Caillou fand, dass man auch im eigenen Garten eine Menge Spaß haben kann. Aber Gilbert fand das überhaupt nicht. Na komm, Gilbert, oder magst du kein Wasser? Kommst du auch rein ins Wasser? Warte auf mich, Mami. Was ist mit dir, mein Hase? Komm schon, es ist herrlich im Wasser. Aber da schwimmt irgendwas in dem Wasser. Das sind nur kleine Fische, Caillou. Du brauchst keine Angst zu haben. Die haben vor dir mehr Angst als du vor ihnen. Caillou war sich trotzdem nicht mehr sicher, ob er wirklich baden wollte. Es ist viel zu tief. Hier ist es überhaupt nicht tief. Es ist viel zu kalt. Na, was ist? Willst du mich nicht nass spritzen? Kaum war Caillou im Wasser, hatte er seine Angst vergessen. Und es dauerte gar nicht lange, bis es was zu essen gab. Das riecht ja unverschämt gut. Ich habe einen Bärenhunger.
Und ich könnte einen Elch verschlingen. Elch! Elch! Da! Seht! Oh nein, ein Erdhörnchen! Wir dürfen auf gar keinen Fall die wilden Tiere füttern. Warum nicht? Weil sie ihr Fressen selbst im Wald suchen müssen. Was wollt ihr zwei heute Nachmittag unternehmen? Wir werden zusammen einen Berg erklimmen. Ja! So ein Verschluss ist manchmal schwer zu öffnen. Hier. Caillou staunte, wie der Koffer innen aussah. Da gab es eine Menge Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Er konnte es gar nicht erwarten, seine Sachen in den Koffer zu packen. Haben wir für Rosie genug Windeln? Oh nein, die habe ich beim Einkaufen total vergessen. Ich gehe gleich nochmal los. Es wird nicht lange dauern. Wenn ich wieder zurück bin, helfe ich dir beim Kofferpacken, ja? Ist gut, aber du musst dich beeilen. Caillou konnte natürlich nicht in die Ferien fahren ohne seinen Lieblingsteddy oder seinen Lieblingsdinosaurier Rexy. Caillou hatte das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Aber was nur? Caillou, hol dir bitte mal deine Schwimmsachen. Da ist kein Platz mehr. Caillou wusste nicht, was er tun sollte. Er sah keine Möglichkeit, all seine Sachen in dem Koffer unterzubringen. Er geht einfach nicht mehr zu. Caillou versuchte es mit aller Kraft, aber der Koffer wollte einfach nicht zugehen. Etwas musste er wieder rausnehmen. Aber Caillou konnte sich nicht entscheiden, was. Er wollte alle seine Lieblingssachen mitnehmen. Was machst du denn da, Caillou? Ich packe meinen Koffer, aber ich bekomme ihn einfach nicht zu. Ich habe den Eindruck, dass du dir ganz genau überlegt hast, was du mitnehmen willst. Und das ist im Prinzip auch richtig. Aber ich glaube, du hast zu viel Spielzeug eingepackt. Wir fahren doch nur übers Wochenende weg. Also pack nur ein, was du auch wirklich brauchst. Was willst du denn anziehen, wenn wir im Wald spazieren gehen? Seine Mutter half Caillou, die Sachen einzupacken, die er für den Wochenendausflug brauchte. Und dann war immer noch Platz für Caillous allerliebste Lieblingssachen. Mami, warte! Wir haben Teddy vergessen. Möchte ich heute für ihn eine Feier machen? Das ist wirklich eine wundervolle Idee. Er wird sehr überrascht sein. Wir brauchen Hüte und Spiele. Ich male ihm ein großes Bild und er braucht einen Geburtstagskuchen. Tja, dann will ich mal sehen, ob ich alles dafür habe. Ich brauche für das Bild ganz, ganz viele Farben. Ich glaube, hier drin müssen noch eine Menge Buntstifte sein. Ich kann nicht sehen. Ich fürchte, die Größe stimmt noch nicht ganz. Omi, ich möchte das Bild von dem Esel irgendwo aufhängen. Ich wusste, dass du genau den richtigen Platz findest, Caillou. Caillou fand, dass die Dekoration schon richtig gut aussah. Aber irgendwas fehlte da noch. Wir brauchen Luftballons, Omi. Schau, hier sind noch ein paar von deiner Geburtstagsfeier übrig. Caillou, vielleicht bist du noch zu klein, um Luftballons aufzublasen. Caillou war enttäuscht, dass er es noch nicht schaffte, Luftballons aufzublasen. Aber dann fiel ihm etwas ein, was er ganz allein machen konnte. Guck mal, was ich machen kann, Omi. Donnerwetter, das ist aber ein raffinierter Trick, Caillou. Kannst du das mit noch einem machen? Das macht nichts. Du musst nur darauf achten, dass du etwas vorsichtiger reibst, so wie vorhin. Ja. Aber die Kerzen reichen doch nicht für alle Geburtstage von Obi. Oh, ich fürchte, dafür haben wir wirklich nicht genug Kerzen. Aber wie wäre es, wenn du stattdessen für jeden Gast, der zur Feier erscheint, eine Kerze in den Kuchen steckst? Caillou konnte es kaum erwarten, dass Opa endlich nach Hause kommt. Er und Rosie wollten dann Überraschung rufen, so wie Oma es ihnen vorgemacht hatte. Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Obi! Ich berühre schon die Wolken. So,
und jetzt beugen wir uns zur einen Seite und zur anderen. Das wär's. Und jetzt berührt eure Zehen. André! Hey, guck mal! Und jetzt lassen wir alle die Arme kreisen. Caillou gab sich große Mühe, aber diese Übung war wirklich schwer. Wenn ich auf diese Trommel schlage, dann möchte ich, dass ihr mit den Füßen stampft. Genauso wie ich es mache. Fertig? Los! So, eins, zwei, eins, zwei. Caillou gab sich wieder große Mühe. Er wollte dem Lehrer zeigen, dass er das konnte. Ich kann es! Alle mal herhören. Also passt auf, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung, Bockspringen. Einer muss sich auf den Boden hinhocken, den Kopf einziehen und die anderen springen über ihn drüber. Mäh! Ich bin ein Ziegenbock! Ich will das auch versuchen! Über André drüber zu springen war nicht leicht. Caillou war ein bisschen entmutigt. Versuch's nochmal. Und dieses Mal musst du deinen Kopf richtig einziehen, André. Also los, Caillou! Mäh! Mäh! Gut, ihr wart alle toll. Also bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst, Caillou. Komm, wir spielen Gymnastikstunde. Ich will der Gymnastiklehrer sein und du darfst der Ziegenbock sein. Caillou machte es Spaß, den Gymnastiklehrer zu spielen. André, wir müssen nach Hause gehen. Du hast es geschafft. Caillou war sehr stolz, dass er das Bockspringen jetzt doch noch geschafft hatte. Er war sehr zufrieden mit sich. Wiedersehen, André. Caillou hatte noch nie etwas von einer Zahnfee gehört. Die Fee kann zaubern und kommt nur nachts, wenn du schläfst. Sie sieht unter deinem Kissen nach, ob dort ein Zahn liegt. Und wenn sie da einen findet, dann legt sie dir ein Geschenk hin und manchmal sogar etwas Geld. Caillou hätte zu gern einen Zahn gehabt, um ihn für die Zahnfee unter das Kissen zu legen. So, Rosie, hier hast du deinen Saft. Iss schön auf, Caillou, damit wir rausgehen und spielen können, bis deine Eltern nach Hause kommen. Das sieht so aus, als ob du gerade einen Zahn verloren hättest. Wirklich? Ich habe auch einen Zahn verloren. Dieser eine da ist ein falscher Zahn. Ich muss ihn jede Nacht rausnehmen. Legst du ihn etwa auch unter das Kopfkissen für die Zahnfee? Oh Mann, nein. Ich möchte lieber nicht, dass die Zahnfee mir den Zahn wegnimmt. Hallo, wir sind wieder da. Mami, Papi, ich möchte auch so gern Geschenke von der Zahnfee bekommen, genau wie Sarah. Du musst so lange warten, bis du einen Zahn verloren hast. Erst dann kann die Zahnfee dich besuchen kommen. Kann ich vielleicht Opis Zahn unter mein Kopfkissen legen, Mami? Ich fürchte, ich brauche meinen Zahn. Und außerdem, glaube ich, würde die Zahnfee wissen, dass das meiner ist. Caillou war ganz entmutigt. Er wünschte sich so sehr, dass die Zahnfee ihn auch besuchen würde. Dann hatte er eine Idee. Er müsste nur ordentlich an seinen Zähnen wackeln, dann würden sie schon locker werden. Hey, der da ist locker. Mami, Papi, seht mal, der Zahn da ist locker. Oh, ich glaube, der ist noch ganz in Ordnung, Caillou. Der ist überhaupt nicht locker. Hallo, Caillou. Hier. Ich habe aus Versehen deine Schaufel mitgenommen. Wow, Sarah, dein Zahn ist weg. Ja, wiedersehen. Caillou war sauer, dass die Zahnfee ihn nicht besuchen würde. Es sei denn... Hey, das sieht aus wie ein Zahn. Caillou hoffte, dass die Zahnfee den Kieselstein für seinen Zahn hält und ihm ein Geschenk dalassen würde. Wo gehst du denn hin, Mami? Ich muss rasch in den Supermarkt. Möchtest du gern mitkommen? Caillou fand es großartig, mit seiner Mami einkaufen zu gehen. Ich werde dir was mitbringen, Rosi. Das ist aber sehr lieb von dir, Caillou. Caillou wusste, dass er Geld in seinem Sparschwein hatte. Caillou, ich habe gerade Rosie hingelegt. Ich habe gedacht, du wolltest mit Mama einkaufen. Will ich ja auch. Aber Mami hat gesagt, dass wir Geld brauchen. Da bist du ja. Können wir jetzt gehen? Sieh mal, Mami, ich habe Geld. Steck es lieber in deine Tasche, damit du es nicht verlierst. Nein, Mami.
Caillou fand, dass er schon viel zu groß ist, um wie ein Baby im Einkaufswagen gefahren zu werden. Er wollte lieber seinen eigenen Wagen herumschieben und Sachen reintun. Augenblick mal, mein Hase. Mach langsam, ja? Ich habe eine Liste von den Sachen, die wir brauchen. Willst du für mich die Sachen finden, die wir kaufen wollen? Also, fangen wir mit dem Obst an. Caillou fand immer alles ganz schnell im Supermarkt. Das war so ähnlich wie Versteckenspielen. Nur, dass man Sachen zum Essen suchen musste. Prima, Caillou. Du hast die Äpfel gefunden. Ich hole eine Tüte, um sie reinzutun. Ich will das tun, ja? Na, was ist? Soll ich dir helfen? Caillou fand es toll, wie das Gesicht von dem Mädchen angemalt war. Alles voll mit Sternen und Kreisen. Er wollte, dass sein Gesicht auch angemalt wird. Du kannst dich auch so anmalen lassen. Da ist eine Frau, die malt allen die Gesichter an. Sie ist da drüben. Aber es ist besser, wenn du erstmal deine Mama fragst. Das kostet nämlich Geld. Mami, Mami, darf ich auch angemalt werden? Ich hab Geld. Schau, darf ich bitte? Caillou war glücklich, dass sein Gesicht auch angemalt wurde. Und er war stolz, dass er das mit seinem eigenen Geld bezahlen konnte. Piep. Das kriegen wir zurück und einen schönen Tag noch. Diesen Luftballon bringe ich Rosi mit. Will Sarah herüberkommen? Ja, das schon. Aber nicht, um mit dir zu spielen. Sarahs Mutter hat eine schwere Erkältung. Deshalb hat sie mich gefragt, ob ich Sarah nachher zu ihrer Karatestunde bringen kann. Karatestunde? Aha. Karate! Das klang für Caillou äußerst merkwürdig. Leo! Caillou und Leo freuten sich, dass sie den Vormittag miteinander verbringen konnten. Und sie fingen auch auf der Stelle an zu spielen. Du bist aber nicht Caillou. Ich bin hier, Mami. Wir sind Bären in einer Höhle. Sarah, warum hast du denn immer noch deinen Pyjama an? Das ist doch nicht mein Pyjama. Das ist ein Gi. Den trage ich während meiner Karatestunde. Ich Dummkopf. Ich bin sofort fertig. Willst du inzwischen Caillou deinen Karate-Gi zeigen? Hallo, Sarah. Caillou ist in seinem Zimmer. Aber nimm dich in Acht, da oben toben riesige, gefährliche Bären in dunklen Höhlen herum. Caillou, bist du das? Sarah! Hallo, ich kann nicht lange bleiben. Dein Papi fährt mich zu meiner Karatestunde. Ich wollte euch nur mein Karate-Gi zeigen. Du trägst das beim Karate? Aha, siehst du? Ah. Ich brauche viel Platz beim Karate üben und mein Gi ist sehr bequem. Dein Papi hat gedacht, ich habe noch mein Pyjama an. Caillou und Leo verfolgten gebannt Sarahs Karatevorführungen. Sarah, ich bin soweit. Ich muss los, aber ich kann nach meiner Stunde herkommen und euch noch mehr Karateübungen zeigen, wenn ihr wollt. Wiedersehen. Wow. Die Karatestunde war ein Riesenspaß für alle. Dann möchte ich heute für ihn eine Feier machen. Das ist wirklich eine wundervolle Idee. Er wird sehr überrascht sein. Wir brauchen Hüte und Spiele. Ich mal ihm ein großes Bild und er braucht einen Geburtstagskuchen. Tja, dann will ich mal sehen, ob ich alles dafür habe. Ich brauche für das Bild ganz, ganz viele Farben. Ich glaube, hier drin müssen noch eine Menge Buntstifte sein. Ich kann nicht sehen. Ich fürchte, die Größe stimmt noch nicht ganz. Omi, ich möchte das Bild von dem Esel irgendwo aufhängen. Ich wusste, dass du genau den richtigen Platz findest, Caillou. Caillou fand, dass die Dekoration schon richtig gut aussah. Aber irgendwas fehlte da noch. Wir brauchen Luftballons, Omi. Schau, hier sind noch ein paar von deiner Geburtstagsfeier übrig. Caillou, vielleicht bist du noch zu klein, um Luftballons aufzublasen. Caillou war enttäuscht, dass er es noch nicht schaffte, Luftballons aufzublasen. Aber dann fiel ihm etwas ein, was er ganz allein machen konnte. Guck mal, was ich machen kann, Omi.
Donnerwetter, das ist aber ein raffinierter Trick, Caillou. Kannst du das mit noch einem machen? Das macht nichts. Du musst nur darauf achten, dass du etwas vorsichtiger reibst, so wie vorhin. So! Aber die Kerzen reichen doch nicht für alle Geburtstage von Obi. Oh, ich fürchte, dafür haben wir wirklich nicht genug Kerzen. Aber wie wäre es, wenn du stattdessen für jeden Gast, der zur Feier erscheint, eine Kerze in den Kuchen steckst? Caillou konnte es kaum erwarten, dass Opa endlich nach Hause kommt. Er und Rosie wollten dann Überraschung rufen, so wie Oma es ihnen vorgemacht hatte. Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Obi! Weil heute so ein schöner Tag war, hatte Mami beschlossen, draußen im Garten zum Mittag zu essen. Hey, ihr zwei müsst euch erst die Hände waschen, bevor gegessen wird. Ab mit euch! Caillou konnte die Häschenkarotten nirgendwo finden. Er grübelte, was wohl mit ihnen geschehen war. Weg! Sie sind auf einmal weg! Das finde ich sehr merkwürdig. Das ist geradezu geheimnisvoll, der Fall der verschwundenen Karotten. Ah, ich hol zwei neue für euch. Caillou war völlig verwirrt. Wo könnten die Karotten denn nur sein? Mami! Mami, ein Kaninchen! Draußen ist ein Kaninchen und es hat eine Karotte. Ist das wahr? Schnell, komm! Und das war wirklich ein Kaninchen? Ja, ein kleines weißes Kaninchen. Da ist es, schau. Gilbert! Vielleicht kommt das Kaninchen wieder. Caillou glaubte, das weiße Schwänzchen vom Kaninchen entdeckt zu haben. Aber da war kein Kaninchen. Melli! Caillou war schwer enttäuscht. Er glaubte, dass er das kleine weiße Kaninchen nie wieder sehen würde. Dann merkte er, wie jemand an seiner Karotte zog. Sieh mal, Mami! Oh, du meine Güte, es ist ein Kaninchen. Häschen! Ich hab dir doch gesagt, ich hab es gesehen. Sei vorsichtig, es kennt dich nicht. Schneebällchen, also hier hast du dich versteckt. Ist das Ihr Kaninchen, Mr. Hinkel? Nein, es ist meins. Ich bin Nancy. Ich bin zu Besuch bei meinem Bruder und irgendwie muss Schneebällchen aus seinem Käfig entwischt sein. Wir haben schon überall nach dem Kerlchen gesucht. Möchtest du Schneebällchen gern mal streicheln? Also, ich glaube, jetzt ist der Fall der verschwundenen Karotten gelöst. Und ich habe ein verschwundenes Häschen wiedergefunden. Elefanten! Welchen Weg sollen wir gehen? Diesen Weg. Du hast recht, hier entlang. Da, ein Affe. Magst du den? Die Affen waren wirklich sehr lustig, aber Caillou wollte weitergehen, um die großen Elefanten zu sehen. Sieh mal, Mami, was ist denn das? Das ist ein Nilpferd, Caillou. Das Nilpferd war sehr beeindruckend. Das war wirklich ein großes Tier. Wow, das ist wirklich groß. Aber die Elefanten sind noch viel größer. Los, gehen wir. Rosie, soll ich dich Huckepack nehmen und dann sehen wir uns die Elefanten an? Caillou konnte es kaum glauben. Endlich sah er die Elefanten. Und darüber war er sehr, sehr glücklich. Elefanten! Caillou konnte die Elefanten von seinem Platz sehr gut beobachten. Es waren wirklich die größten Tiere, die er jemals gesehen hatte. Die sind aber wirklich groß. Magst du die, Rosi? Das ist ein Baby-Elefant mit seinem Papi-Elefant. Boah, der ist aber stark. Das Baby isst jetzt. Der Papi-Elefant kommt jetzt näher. Und jetzt duscht er. Oh,
uns Hallo sagen, glaube ich. Elefant, hallo! Ich hab's. Ich habe gestern ein Buch aus der Bücherei geholt. Ich dachte, das könnten wir zusammen lesen. Na gut. Zuerst hatte Caillou gar keine Lust aufs Lesen. Mit Leo im Garten zu spielen wäre viel aufregender. Aber bald fand Caillou das Buch doch interessant. Caillou und seine Großmutter lasen das Buch über das Clownfest. Caillou gefiel das Buch so gut, dass er gar nicht mehr traurig war, weil er nicht mehr mit Leo spielen konnte. Ich mag das Clown-Party-Buch, Omi. Ach ja? Warum veranstalten wir da nicht unsere eigene Clown-Party? Aber woher sollen wir die Clowns nehmen? Na, wir basteln uns einfach welche. Caillou liebte es, mit seiner Großmutter zu basteln. Hallo, Omi. Zuerst klebten sie orangefarbene Wolle auf eine Papiertüte. Das waren die Haare des Clowns. Und Caillou hatte noch mehr gute Ideen. Ich male dem Clown noch grüne Punkte auf sein Kostüm. Und dem anderen male ich rote Punkte drauf. Und während Caillou die Clowns anmalte, fing Großmutter an, ein Puppentheater für die Clowns zu basteln. Dazu zerschnitt sie eine riesengroße Schachtel. Das macht Spaß. Wollen wir auch noch einen Clownhund basteln? Hallo, Oma. Ich bin Zampadoodle, der Clown. Wuff, 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 wuff. Oma, Caillou, wir sind wieder da. Hallo, ich bin Zampadoodle und ich kann meinen Hund nicht mehr finden. Wuff, 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 wuff. Habt ihr meinen Hund gesehen? Hierher, Hundchen, hierher. Da, wow, wow. Sehr gut, Zugabe, Zugabe, bravo. Ich fürchte, Händewaschen allein wird bei ihr nicht reichen. Unsere beiden Künstler haben gerade am Wagen rumgemalt. Dann hat er wohl auch eine gründliche Wäsche nötig. Dürfen wir das Auto waschen, Papi? Caillou half seinem Vater gern beim Autowaschen, besonders im Sommer. Ich hol schon mal den Eimer. Moment mal, ich habe nicht vorgehabt, den Wagen heute zu waschen. Erstmal muss ich was anderes erledigen. Aber vielleicht hast du Zeit, schnell zur Waschstraße zu fahren. Aber die Waschstraße für Autos fand Caillou natürlich am allerbesten. Also gut, dann aber Dalli Dalli, auf zur Waschstraße. Ja! Rosi auch! Du siehst aus, als solltest du auch in eine Waschanlage. Komm hier, ich zieh dir schnell was Sauberes an. So, fertig. Das Autowaschen wird dir gefallen, Rosi. Rosi war noch nie in einer Autowaschstraße. Darum wusste sie auch nicht, was dort passiert. Rosi, beeil dich! Caillou ist mit seinem Vater schon ein paar Mal durch eine Waschstraße gefahren. Deshalb wusste er auch, wie spannend das ist. Das wird lustig. Da gibt es ganz viel Schaum und Seifenblasen und eine Menge Bürsten und Wasser. Wurm! Und dann kommt das Auto sauber heraus. So wie neu. So, da wären wir. Rotes Licht, stopp! Grünes Licht, los! Rosi bekam Angst, als die Autowäsche begann. Da waren plötzlich so viele fremde Geräusche. Schau, das Wasser! Das hat alles seine Richtigkeit, Rosi. Ist nur ein bisschen unheimlich, nicht wahr? Ich hab keine Angst, Papi. Rosi, sieh mal! Caillou, versuch doch mal, sie ein bisschen zu trösten. Caillou erinnerte sich daran, dass er beim ersten Mal, als er durch die Autowaschanlage fuhr, auch Angst hatte. Das ist ein Föhn, Rosi. Genau wie zu Hause.